Hallo und willkommen zurück zu Lands of Lore, Throne of Chaos. Und wir sind beim letzten Mal beim Drarakel gewesen, haben dort eine Rätselschriftrolle bekommen, um den König zu heilen, dem wir unterschiedliche Zutaten besorgen müssen. Aber als wir dann nach Gladstone gegangen sind, ja, war schon alles im Eimer. Und dann wurde uns gesagt, ja, hier diese Dawn, die ist rübergeflohen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die den König mitgenommen hat, aber jedenfalls ist die weg. Und da sind wir jetzt quasi hinterher. Wir sind dann rübergeschippert nach diesem Opinwald. Und da werden wir uns jetzt erstmal weiter umsehen. Hier sind noch ein paar Wege, die müssen wir weiter erkunden. Und dann werden wir möglicherweise in das Urbish-Bergwerk. Also ich vermute, dass wir dann da rein werden. Und hier haben wir schon so böse Minotauren-Viecher, die aber auch mit der Armbrust, und haben wir nochmal Ginseng, die mit der Armbrust schießen. Ja, mein Inventar ist halt böse voll. Eigentlich müsste man halt da von dem Zeug was verkaufen. Vielleicht finden wir ja auch nochmal einen Händler. Aber ja, da kann ich nichts mit anfangen. Also das kann ich jetzt mitnehmen, kann ich dann auch direkt wieder wegwerfen. So, also wir müssten noch da runtergehen. Da ist aber nichts. Es sei denn, da ist jetzt noch ein Geheimgang aufgegangen. Nö. Okay, das heißt, ja, da, das ist natürlich ein ganz schöner Weg. Wir könnten jetzt auch einfach uns rechts halten, um da hinzukommen. Dann flitzen wir da mal hin. Übrigens, die Geschwindigkeit hier, die ist, also der Rechner ist halt irgendwo auf einer Geschwindigkeit von einem Pentium 100, 200 rum. Aber die Geschwindigkeit ist... Stump has been picked clean. Ist... Oh, da ist wer. Die ist so quasi die, ich sag mal, Normalgeschwindigkeit. Also das ist kein Spiel, was mit der CPU deutlich schneller wird oder sowas, wie das einige andere Spiele sind. Jetzt habe ich mich vertan hier, glaube ich. Ne, wir sind ja richtig. Man kann das Spiel langsamer machen. Also wenn man das wirklich hier mit dem spielt, was hier als Mindestvoraussetzung angegeben wird, dann wird man hier, dann ist nach jedem Schritt, muss man ganz kurz warten, bis man weitergehen kann. Oh, da haben wir jemanden. Da kann man aber auch nochmal. Damit wird es aber eher unangenehm und dann würde ich eher hingehen und das glatte Scrollen ausmachen, damit das wieder, ne, damit man sich gescheit durch die Gegend bewegen kann, weil das Gestocke, das ist dann unangenehm. Das hier ist auch die Geschwindigkeit, die das Spiel beispielsweise auf GOG hat, wenn man das da starten würde. Wen haben wir denn hier? Spare this poor traveler a few coins. Das hier ist angreifen. Das hier ist auf Englisch. Geben wir 5 Silbercoins, ja. Thank you, sir. You are very kind. I'm glad to be of service. But it may not be safe for you to touch me. Aha. But it may not be safe for you to touch me. Hat der noch irgendwas hier? Nö. Okay. Der hat ein Holzbein. But it may not be safe for you to touch me. Okay. Und dann ist er auch weg. Ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, dass was mit dem war. Da ist Bettler. Vielleicht legt der ein gutes Wort für uns ein bei diesem Dingen da mit Drökswagen. Aber gut, da mussten wir ja irgendwas präsentieren, was wir nicht haben. Das hier war jetzt aber ein Geheimgang-Gedöns, genau. Also da gehen wir jetzt mal hoch. Die sind jetzt wieder nicht so stark. Wir könnten theoretisch auch bei diesen kleinen Gegnern, Blitzschlag geht hier nicht, ne? Aber einfrieren können wir hier mal einfach üben.
Damit wir auch da mit der Zauberkraft steigen. Na, es sind aber eine ganze Menge. Wow, dahinter sind noch ein paar mehr. Wir müssen, glaube ich, da... Ne? Wo war denn das? Da war das. Okay. Na, die werden uns aber jetzt, glaube ich, weiter verfolgen, oder? Na. Dann gucken wir mal, dass wir die mit einfrieren. Da jetzt platt machen. Oh. Machen wir hier direkt einfrieren. Also der ist nicht so beeindruckt von dem Einfrieren. Okay. Und die stehen hier noch. Geschick ist gestiegen. Da wollte ich auch wieder auf meine Liste gucken. Oh, da sind noch mehr. Aber eigentlich ist das dann ja auch klar. Dadurch bekommen wir eben auch... Na, ich meine, das hätte ich aber schon vorher geguckt, dass wir da auch mehr Lebenspunkte durchbekommen hatten. Naja, genau. Also 3, 3, 1 haben wir jetzt. Und wir haben jetzt... 72 Trefferpunkte und immer noch 8 Zauberpunkte. Okay, also wir haben 10 Trefferpunkte mehr bekommen und wieder keinen Zauberpunkt mehr. Aber dann kriegt man eben Zauberpunkte nur durch Zaubern, was ja irgendwo auch Sinn macht. Heilen. Da kommt der nächste. Und dann noch einer. Das sind aber auch Horden hier. Hm. Okay. Dum, 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 dum. So, also wir müssen da nochmal hin. Und können aber jetzt auch hier nochmal einfrieren. Bäh. Die aus der zweiten Reihe, die nehmen da auch Schaden. Okay. Ja, ein Stein. This stump has been picked clean. Da waren wir aber auch schon. Splotch. Noch was? Eine Salbe. Ja, die ist schon besser als Aloe. Dann werfen wir die Aloe weg. Okay. So, nochmal ein Blick auf die Karte. Da unten wäre auch noch eine Abzweigung gewesen. Is this the entrance to the swamp? Oh, da geht's in den Sumpf. Okay. Das hatte ich gar nicht so offen in Erinnerung. Ein Ausweidersäbel. Okay. Dann werfen wir Ginseng wieder weg. Nochmal ein Heildingen. Dann werfen wir die Ölflasche weg. Und einen Bezelbecher. Ja, zu viel Armschutz. Die können wir aber dann direkt nehmen. Da
Da haben wir ja richtige Goldgrube hier. Armschutz. Okay. Dann gucken wir unten noch. Und dann könnten wir vielleicht erstmal in den Sumpf gehen. Also wenn hier mehrere Gegner zusammenkommen, dann ist... Hier sind wir, glaube ich, jetzt wieder zurück. Wenn hier mehrere Gegner zusammenkommen, dann macht das mit dem Einfrieren durchaus Sinn, würde ich sagen. Wurfstern leuchten. Den hatten wir doch schon. Oder hatte ich den irgendwann hier reingeworfen? Ne, zweimal leuchten haben wir. Okay. Dolch, abgenutzter Dolch, den können wir auch in der Hand halten. Also wir gehen jetzt zum Sumpf, zu den Gorka. Wir können dann vielleicht da mal so ein paar Sachen verkaufen, wenn wir denn da überhaupt jetzt hinkommen. Ich kann mich an den Sumpf noch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge der Kram war. Also wie man wo normalerweise hingehen müsste. I do believe we'll find a sinkhole off to the east. Aha. Bunda, identify yourselves. We are from Gladstone. If you come in peace, you are welcome. But be warned, not long ago we destroyed a passing band of orcs that invaded our beloved swamp. Ich hoffe, dass der nicht Sachen kaputt macht, aber ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass sie das machen würden. Da machen wir aber auch anscheinend deutlich weniger Schaden mit dem Bagatta. So. Da haben wir eine Grube. Da kann man auch, glaube ich, reingreifen, oder? Ne? Vielleicht kann man auch nur in einigen reingreifen. Kann der noch was sagen? Ne. Übrigens, wenn man da reinläuft, dann passiert Folgendes. Help! I'm drowning! I'm drowning! Da hat man eigentlich keine Chance mehr, irgendwas zu helfen. Da ist vorbei. Sumpfgas. Okay, da habe ich jetzt keine Ahnung. Ach, das kann sein. Ich meine, Gas ist ja, ne? Feuer und so. Eventuell, dass man da dann was machen kann. Hallo? Machen wir mal den. Heilen. Die machen jetzt auch nicht wahnsinnig viel Schaden. Aber wir halt auch nicht. Da sollte man jetzt nicht rückwärts in die Suppe reinlaufen. Die kommen aber auch nicht weiter. Der will irgendwie nicht weiter. Da kann man natürlich jetzt hier auch so tanzen. Hat was von Tentakel. Ah, okay. Der kommt aber auch nicht nach, oder? Ne. Naja, aber da sollten wir vielleicht erstmal einen anderen Weg nehmen. Das werden viele. Ich meine, jetzt würde ich gerne den einen noch töten, da. Ja, der ist Matsche. Da kommen aber mehr. Okay, das machen wir mal nicht. Der darf erstmal drauf gehen, damit wir den wieder heilen können. Und wir kein Ginseng verbrauchen müssen. Aha. Locked. Okay. Oh, da kommt noch mehr.
Moment, bevor du drauf gehst, machst du gerade noch einmal Heilung da drauf. Der ist jetzt weg, aber ich bräuchte hier Mana. I don't have enough magic. Okay. Schlitzer, hatten wir das nicht schon? Ein Ring. Jetzt können wir hier aber wieder einmal heilen. Aber da kommt halt an Schaden nicht viel rum. Okay. Na, der ging. So, also wir bräuchten... Ja, wir müssten schon irgendwas wegwerfen. Ah, hier hatten wir ja eine Flasche. Okay, einen Stab werfe ich mal weg. Ein Doublering. Okay, auch wieder keine Ahnung, was der tut. Dann haben wir Schlitzer. Noch eine Salbe. Empty. Empty. Dann... Pff, die Salbe müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Ja, wir müssten mal gucken, dass wir hier von dem Kram ein bisschen was verkaufen. Wenn wir denn hier den Gorka-Händler finden irgendwo. Ich bin mir recht sicher, dass es einen gab, aber nicht 100% sicher. The Gorka must be mighty warriors. Ein Schlägerstab. Okay, dann bringen wir die Sachen mal hier hin. Vielleicht ist auch da was besser. Ich kann mir vorstellen, dass die eben gegen diese... gegen das Florett, dass man die dann kaum verletzen kann. Rasierklinge. Haben wir noch einfach... Das ist nur Säbel. Ich lege das mal hier hin. Wir müssten das dann eventuell später nochmal mitnehmen, wenn ich dran denke. Also da. Gut, also dann haben wir jetzt nur den einen Weg da hinten hin. Da scheint aber jetzt... vielleicht war das einfach nur Zufall. Naja doch, der scheint auf jeden Fall damit mehr Schaden zu machen als vorher. Glüm. Naja, also damit käme man schon auch noch weiter. So, der ist wieder hinüber. Das heißt, den können wir jetzt aber heilen. Ne, ich wollte den heilen. So. Sumpfgas. Da kommt direkt der nächste. Jetzt geh doch drauf. Okay. Vielleicht sollten wir doch erstmal in die Minen gehen. Das hier scheint mir ein bisschen... bisschen unangenehm. Andererseits, wenn wir jetzt hier einen Händler finden, dann könnten wir schon mal den Kram wegbringen. Gucken wir uns noch ein bisschen um. So. Hier ist es jetzt zumindest ruhig geworden. Mal wieder auf die Karte gucken, nicht, dass hier noch Geheimgänge sind oder so.
ist aber nichts. Den bringen wir dann mal gerade um. Vermutlich ist der Wurfstern dann auch nicht die allerbeste Wahl. Momentchen. So. Na, das ist der nächste. Ich speichere lieber jetzt hier nochmal, bevor ich versehentlich irgendwo. Oh, der hielt jetzt nicht so viel aus. Something here smells rotten. Sumpfgas. Ja. Und da kann man eben drüber laufen, indem man das einfriert. Und das wurde mal im Podcast erwähnt und da dachte ich mir, ja, das ist doch ganz logisch. Das habe ich halt noch in Erinnerung so. That smell could kill. Okay, vielleicht ist das tatsächlich dann auch tödlich, wenn wir weitergehen. Sichern. Was passiert denn, wenn wir jetzt einfach weitergehen? Sumpfgas. Aber eigentlich haben wir schon ein volles Inventar. Dolch-Attentäter. Das scheint aber auch nicht wahnsinnig gut zu sein. Ja, legen wir erstmal ein Aloe weg. Eine Ölflasche braucht man nicht. Okay. Empty. Hält sich in Grenzen. Oh. Okay, ich sehe schon. Der hier ist, glaube ich, schlafen. Also. Ja. Na, da gehen die Augen aus. Und dann würden wir hier alleine kämpfen. Und das würde dann wahrscheinlich noch ewigerer dauern. Okay. Also wir könnten mal gucken. Ne, da unten ging es auch noch weiter. Aha. Many greetings, travelers. Have you any mysteries? Can you decipher riddles? Show me your riddle, and I will identify it for a small fee. Say 100 crowns? Dum, 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 dum. Mal einen coolen Tanz drauf, oder? Perhaps I can sell you a fireball wand? Say 300 crowns. Oha. Nein, danke. Rätselschrift, oder? Ah. I'm not sure about some of this, but the only enemy sweetness that I taste is the nectar from a giant hornet. I will write this on the bottom of your scroll. Und nochmal? Ah, I'm not sure about some of this, but there are legends of creatures made of stone, yet have blood. I will write this on the bottom of your scroll. Ah, I'm not sure about some of this, but the mystic reagent called Mother Earth can be obtained in the great city of Wyvil. I will write this on the bottom of your scroll. Also mit anderen Worten weiß er doch alles. Ah, I'm not sure about some of this, but I know that swamp water has magical properties. I will write this on the bottom of your scroll. Ja, okay, dann hat er uns pleite gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt hätten machen müssen, aber ich glaube, das Geld, das brauchen wir sowieso nicht wirklich. You must butcher the creature whose flesh has never lived. Next, you must see the sweetness of your enemy. Your third ingredient must be collected from the deadly depths. Lastly, you will need powders taken from the heart of your mother. Ja, aber, also ich meine, macht halt trotzdem Sinn, Sachen zu verkaufen und so weiter. Many greetings, travelers. Have you any mysteries? Show me your riddle, and I will identify it for a small fee. Say 100 crowns? Na, da brauchen wir jetzt nix.
Wie sieht's hiermit aus? I don't want that. Na, okay. Farewell, friends. Er ist also nur ein Endrätsler. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir noch den Medizinmann, ja, ob wir hier noch wen anders finden. I've been poisoned. Sumpfgas. Ja, okay. Und da haben wir einen Händler. Please, look at my wares. I have only the best for sale. Naja, Bogen und Armbrust. That will shoot a bolt clear through an orc. 250 crowns. Made especially for you large drylanders. 175 crowns. I am Skomish, Boyer of the Swamp. I assure you, my craftsmanship exceeds my aim. Hoffen wir mal. Okay. 10 crowns. Ja, weg damit. 10 crowns. Dominanz. Rasierklinge. 20 crowns. Jawohl. Der war, glaube ich, gut. Da muss ich mal nochmal gucken. Streitkolben kann auf jeden Fall weg. Wir sortieren jetzt mal das Inventar ein bisschen aus. Stiefel können wir wahrscheinlich für einen neuen Begleiter irgendwann brauchen. Das Langschwert war, glaube ich, Quatsch. 65 crowns. 20 crowns. Schlitzer. Hatten wir da jetzt nicht auch zwei von? Also diesen Schmiedehammer, den brauchen wir wahrscheinlich noch, um irgendwas einzuschlagen. Attentäter, den hatten wir gerade gefunden, aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der irgendwie besonders ist. 25 crowns. Naja, der ist schon ein bisschen wert, aber weg damit. 10 crowns. 20 crowns. Naja, dann hatten wir zweimal hier dieselben, oder? Das ist einfach nur Wurfstern. 8 crowns. Weg damit. 8 crowns. Ja. Schnitter. Dann haben wir das Leuchten, hatten wir zwei Stück von. 10 crowns. Ausweiter, da müsste ich nochmal gucken. Ja, das kann auch weg. Den Helm halten wir. Beil. 25 crowns. Ja, weg. Den Ausweiter würde ich mir nochmal gerne angucken. Mit dem Treanstock, keine Ahnung, was der... 15 crowns. Ist auch nicht großartig was wert. 10 crowns. Ja, alles verkaufen, verkaufen, verkaufen! 25 crowns. Moment, das hier hat einen besonderen Namen. Puma. 20 crowns. Stilett. 8 crowns. So. Packen wir die Waffen nochmal hier zusammen. Ja, es ist trotzdem unübersichtlich. Bling, blim. Waffe, Waffe, Waffe. So, jetzt hätten wir hier alle Waffen zusammen. Fast alle. Ja, das hätten wir. Jetzt gucken wir uns die Sachen nochmal an. And come again. Okay, also wir hatten hier Polaris. Da können wir halt nicht sehen, wie was besser ist. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Also mit Fernkampfwaffen, die sollten schon auch darstellen, wie viel Schaden die machen, finde ich. Schläger. Vielleicht zermatschen wir die besser hiermit. Uma. Der wäre nochmal eine Ecke besser. Okay. Und dann gucken wir aber gerade noch die Waffen hier. Also der hatte 38, 38, 42, 38. Also den kleinen werden wir wegmachen. Dominanz und Schlitzer. 32, 33. Also Dominanz verkaufen wir auch. Also den, die beiden werden wir verkaufen. Den Stab können wir auch verkaufen. Also die drei Sachen weg.
Der hat ordentlich Defense, aber da haben wir auch einmal Ausweider und dann das Ding, was deutlich besser ist. Na, also der Schnitter ist besser als hier der Ausweider. Dann verkaufen wir den auch. Nehmen wir den Puma wieder in die Hand. Also würde ich sagen, verkaufen wir diese vier Sachen auch noch. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Platz. Please, look at my wares. Ja, ja, ja. Hier. 75 crowns. Okay, das ist schon eine ganze Menge. 150 crowns. 30 crowns. 20 crowns. Also der tut ja schon so, als wenn das was wert wäre. 40 crowns. 40? Wieso ist das 40 wert und das hier? 100. Bei dem Preis 75. Muss das ja schon vielleicht auch irgendeinen 100. Einen Hintergrund haben. Goodbye and come again. Dominanz. Der ist halt von den Werten her ziemlich mies. Und hatte ich den nicht auch gefunden von dem einen Typen? Naja, okay. So oder so haben wir eine Menge Platz wieder. Behalten wir die Gegenstände erstmal hier. Schnitter, Ausweiter. Ich glaube, da hatte ich schon einen wieder verkauft. Okay, warten wir mal gerade, bis der weg ist. Ja, 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 jetzt komm schon. Noch einmal. Der heilt halt auch jedes Mal Punkte, deshalb. Also. Gift geheilt. Und dann werden wir mal. Naja, also das hatten wir. Wir könnten da jetzt noch weiter gucken. Der eine, der Rätseltyp, der wollte uns... Ja, toll. Der Rätseltyp, der wollte uns einen Feuerstab verkaufen. Ich vermute, dass man damit das Gas loswerden könnte. Aber ich probiere jetzt mal, ob wir da so auch vorbeikommen. Und wir nehmen jetzt hier auch mal statt dieses Ding da. Was? Cutter, ja, ja. Der kann halt nicht mehr aussagen, weil er am Schlafen ist. Naja, das könnte natürlich jetzt ein bisschen müßig werden. Aber sobald der hops ist, vermute ich... Ah, der ist wieder aufgewacht. Sumpfgas. Der ist wieder am Schlafen. Cover your nose. Something stinks. So, heilen. Der bleibt aber am Schlafen. Bunda, remove your weapons before entering the chieftain's compound. Machen wir aber erstmal den hier noch kaputt. Na, da ist der auch wieder da, bevor der wieder schlafen geht. So. Haben wir noch mehr.
Auf jeden Fall gucken, dass wir uns da nicht umzingeln lassen. So. Geh kaputt. Ja, es sind nicht die spannendsten Kämpfe hier. Allerdings ist mir das ehrlich gesagt tausendmal lieber als beispielsweise die Kämpfe in Stonekeep, wo man hin, vor, hin, zurück. Das macht hier fast keinen Sinn, weil also beim Zurücklaufen macht es ein bisschen Sinn. Bei Gegnern, die eben nicht schießen, bei dem, der halt schießt, macht es keinen Sinn oder sehr wenig. Da unten können wir noch runter. I've been poisoned. Ja. Okay, wir sollten wahrscheinlich rasten. Hm. Ja, okay. Ne. Also da ist noch ein Schild, aber da... Oh. Damit bin ich jetzt doch auch wieder weiter von diesem Chieftain weggelaufen, als ich dachte. Okay, dann gucken wir mal, dass wir da jetzt hingehen. Einfrieren. Ja, und damit können wir da jetzt drüber. Ein Zwergenrundschild. Nice. Na, jetzt müssen wir das nochmal casten, aber wir können hier natürlich jetzt einfach schlafen. So. Okay. Schlafen wir direkt nochmal. So. Ja, gehen wir das Stück hier nach oben auch noch zu Ende. Das hier sieht irgendwie... The Gorka must be mighty warriors. The Gorka must be mighty... Watch it. Something doesn't smell right here. Ich rieche eine Falle. Okay. Hm. Also die andere Seite, da war jetzt so eine Statue. Da geht's sicherlich noch weiter. Hier ist auf jeden Fall überall noch Geblubber. Das scheint auch noch ein bisschen größer zu sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal jetzt zu diesem... zu dem Anführer, wo wir die Waffen weglegen sollten. Ich dachte eigentlich, ja, gehen wir gerade noch hinten die Sackgasse zu Ende, aber so eine Sackgasse war das jetzt nicht. Oh, hoppla, das war das Falsche. Nein. So. Das war da hinten. Ich glaube, das gehen wir hier gerade noch. Ne, da geht's auch weiter. Ein bisschen größer. Da ist er. Okay, wir sollen unsere Waffen ablegen. Dann machen wir das mal. Legen wir die aber so ab, dass ich die auch wiederfinde. Hm, da watschelt er weg. Hm. Alter. Ah, you come to trade with Igorka, no? No, we...
Look, we have this beautiful red stone we take from orcs. What will you trade me for it? Aha. Keine Ahnung. Dinda? I do not want that thing, but your eyes tell me you desire this red stone. Ja, auf jeden Yes, but... You are powerful warriors, yes? I will make you a deal. If you can destroy the powerful living sticks that have stolen our beloved brass helmet, I will give you the stone. Annehmen. Good. Bring the helmet as proof. Den sollen wir doch... Okay. Die wollen doch den Helm. Wieso sollten wir... Did you bring me our beloved brass helmet? Bring mir den als Beweis. Aber das ist ja das, was wir zurückbringen sollen. Der hier ist übrigens auch... Ne? Ganz cool. They serve because they adore me. Ja, natürlich. Trade first, touch later. They serve because they adore me. I am Moth Pasha, Chieftain of the Gorka. Sehr cool. Nee, da gehen wir jetzt wieder. Da weg. Ah. So. Okay. Das war der Chieftain der Gorka. Ja, jetzt haben wir hier schon noch mehrere Baustellen. Erstmal holen wir uns jetzt die Sachen, die ich da hinten weggelegt hatte. Also das ist dann doch auch verhältnismäßig offen, ne? Also wie viel wir hier... Also ja, das Spiel ist natürlich linear, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie groß das Level ist und das hängt mit dem anderen Level und mit dem Minenlevel zusammen, also das ist schon ordentlich. Weil es zuvor einen Kommentar wegen Schlauchlevel gegeben hat, aber als Schlauchlevel würde ich halt eher das ansehen, was man eben aus den Shootern... aus den 2000ern kennt. Oder ich glaube auch... War das Riddick? Wo man halt wirklich nur immer in einen Gang reinläuft, geradeaus und in den nächsten Gang. Hier war doch noch irgendwo... Ah ja, genau. Das kann man dann noch verkaufen. Ich sollte wahrscheinlich hier dann so eine Verkaufsgegend-Reihe machen. Oh, wir sollten vielleicht die Waffen wieder in die Hand nehmen. So. Sagen wir mal links von den Heiltränken, die Sachen, die werden dann verkauft. Ich gucke nochmal gerade auf dieses Rätseldingen. First, you must butcher the creature whose flesh has never lived. Next. Also Sumpfwasser hat Zauberkräfte. Da müssen wir wahrscheinlich einmal die Flasche reintunken. Da haben wir Sumpf. Speichern. Was passiert, wenn wir das jetzt da... Ja, genau. Damit haben wir jetzt ein Sumpffläschchen. Okay. Und ich hatte einen Gegenstand hier ja noch hingelegt. Ja, genau. Da ist er. Und den könnten wir dann auch noch verkaufen. Dann machen wir das hier aber jetzt auch noch zu Ende. Also das, was hier noch fehlt zum Erkunden. Und dann werden wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal in die Minen gehen. So, auf zum... I've been poisoned. Ja, stell dich nicht an. Auf zum Bogenmacher. Naja, so, dem verkaufen wir jetzt hier. 5 Crowns. Ja, und den. 5. Ja, und den. 5. Und den auch noch. 100 Crowns. 100! Wieso will der uns 100 dafür geben? 70. Sehe ich nicht. 7. Okay. Goodbye and come again. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, also. Jetzt habe ich wild gemischt. Moment.
Also der Ausweider macht 14 Schaden. Der hier hat, der ist super in der Verteidigung, der Schnitter. Und sowohl, ne, der Säbel selber, der, also der kann auf jeden Fall verkauft werden. Keine Ahnung, wieso der mir so viel dafür geben will. Vielleicht hat er auch einfach nur keine Ahnung. 100 Crown. Ja, ja, verkauft. Goodbye and come again. Okay. Dann. Ja, müssen wir wieder ein ganzes Stück zurück. Ne, hier könnten wir auch mal lang. Vielleicht ist das eine Abkürzung. Gucken. Also da hoch und dann. Blub, blub. So, da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen beeilen, dass wir da drüber laufen. Ja, okay. Oh. Was haben wir hier? There are silver coins in here. Wer wohnt hier? Welcome to my workshop. Do you desire new arms? I have plenty, thank you. A Thomgog jester, is he not? Okay. Please don't. You'll spoil my aim. The forge burns gas from the swamp. An effective defense. 35 crowns. 35 für einen neuen Schild. Den kaufe ich aber mal. That is our favorite weapon. 200 crowns. Perhaps you want that sword. 300 crowns. You like that axe? 175 crowns. Mm-hmm. Go if you must and have your adventures. My shop anchors me here, or I'd be the first to join you. Das wäre natürlich auch sehr cool. Aber ich vermute, dass wir irgendeinen... Genau, der ist schon mal besser. Also das hier, der Rundschild, den brauchen wir nicht. Theoretisch könnten wir uns jetzt auch noch die ganzen Waffen kaufen, die der hat, und mal ausprobieren. Hello again. 5 crowns. Na, Wahnsinn. Ich mein, den hätte ich jetzt auch noch behalten können für einen weiteren Begleiter, wenn er irgendwann mal kommt. Ich probiere aber jetzt noch gerade aus. Ich kaufe einfach mal beide Waffen, die der hello hat. Again. Also beide von den teuren. That is our favorite. So. Perhaps you want that sword. Der sieht auf jeden Fall mächtig aus. Der ist auch anscheinend nicht ohne. Also die sind auch beide gut. Insbesondere der Zweihänder, der kann schon was. Ja, ich glaube, wir haben genug Geld, damit wir uns den leisten können. Also kaufen wir den auch. Hello again. Perhaps you want that sword. Ja. Go if you must and have your adventures. My shop anchors me here, or I'd be the first to join you. Ich glaube, den Streitkolben, den brauchen wir halt gegen diese Gegner aktuell, aber... Na, können wir auch hier... Müssen wir mal gucken. Okay. Also da unten waren wir. Weiß nicht, ob... Doch, das hält das auch. Okay. Oh! Na, der macht schon... Oh, das war das auch schon. Okay. Ein bronzenes Hufeisen. Das war wohl das, was wir für den Cheffe besorgen sollten. Für den Obergorka. Mmh.
Lululum. So. Sie wachen auf. Okay. Das Hufeisen, das ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie so Zauber oder was? Nö. Okay. Cover your nose. Something stinks. Sumpfgas. Ah, jetzt können wir auch so durchlaufen, ohne die Waffen wegzupacken. Mhm. Did you bring me our beloved brass helmet? Ja. Oh, thank you. You have performed a great service for my people. From this day forward, you shall be known as Heroes of the Swamps. Take the ruby that you requested and guard it well. Take also this trident as a token of my appreciation. Cool. Dreizack Rochen. Okay, das kann was. Aber da müssen wir auch mal gucken. Ah, das ist der Rubin der Wahrheit. Können wir den denn... Ja... Mit dem können wir wahrscheinlich uns identifizieren, dass wir tatsächlich die, die Kämpfer von Gladstone sind, um mit Dawn zu reden. Aber wir gehen jetzt erstmal, hier noch weiter den Rest erkunden. Springen dabei hoffentlich nicht in eine Pfütze. So, da nach Süden können wir. Oh, zooks, have you changed your foot clothes lately? Splotch, da kommen wir aber... Ja, genau, da muss man nicht drüber. Das wird dann wahrscheinlich zu dem anderen. Ne, das ist auch nochmal extra. Eine Glanzrüstung. Ja, dann nehmen wir die doch. Da ginge es wieder zurück. Wir hatten aber an der anderen Stelle noch... Ne, das sind Sackgassen. Okay, also geht's jetzt nur noch da unten. Ja, und da noch ein Stückchen weiter. Gucken wir mal. Also hier das Stück. Na, da haben wir noch eins. Okay. Sichern. Dann einmal einfrieren. Schnell zurück. Da war nichts mehr. Dann in das andere. So. Wer bist du? This must be the way out of the swamp. Aha. Und damit sind wir im oberen Opinenwald und haben noch eine Zone, die wir erkunden können. Okay. Oh, und da haben wir Skelette. Na, irgendwie, ne, der Schadensunterschied ist schon krass. Empty. 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 Ein Felsbrocken. Ja, mit dem können wir halt eigentlich nichts machen. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch gucken, ob dieser Streitkolben denn da mehr Schaden gegen macht. Nö, auch nicht. Okay, also hier
Und da hören wir auch schon wieder Bienenviecher. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen größer hier. Ich meine, es ist ein Wald, war eigentlich irgendwo zu erwarten. Wir gehen jetzt... Oh. Einfrieren. Ah, den haben wir aber getroffen. Da kommt noch ein Vieh. Oh, what the... Rasten wir mal gerade. Ja, Mistviecher. Wir gehen mal nach Hause. Nach Hause in den Sumpf. So. The swamp looks harmless from here. Schnell wieder in den harmlosen Sumpf. Okay. Wir haben hier noch was zum Erkunden und dann gehen wir erstmal wieder zurück in den Wald und wir können auch noch mal kurz dann in die Mine schauen. Aber ich vermute, dass das dann eventuell der andere, ne, Weg vielleicht ist. Moment, einfrieren. So, gehen wir erstmal hier rüber. Ah. So, da konnten wir noch hin. Dann muss ich mal gerade auf die Zeit gucken. Ja, das machen wir jetzt hier gerade noch. Pump. Ah, da steht auch noch einer. Okay. Dann rasten wir hier mal. Spiel sichern. Einmal einfrieren. Ah ja, okay, jetzt sind wir drüber. Ah, das war aber ein irrelevanter anscheinend. Okay. Da war nichts weiter. Gut, damit hätten wir die Zone aber zumindest erkundet. Dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal zurück in den Wald, wo wir herkommen. Wir gucken mal, ob wir mit diesem Rubin der Wahrheit dann uns zu erkennen geben können. Ich weiß zwar nicht, wie die Logik dahinter sein soll, ja, aber vielleicht beeindrucken wir den dadurch. Und dann schauen wir mal in die Mine. Wenn wir da aber nicht weiterkommen sollten, dann werden wir wieder zurück und hier durchlaufen und dann diesen anderen Wald wohl uns anschauen. Das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Das war unser Besuch im Sumpf beim nächsten Mal. Ja, entweder in die Mine oder in den anderen Wald. Neue Folgen gibt's immer wochentags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Solltet ihr das nachträglich schauen, findet ihr eine Playlist unten in der Videobeschreibung. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.